Ganz herzlich willkommen, liebe YouTuber. Und man kann schon erkennen, welches Thema heute ganz wichtig ist. Und ich habe mich auch extra fein angezogen für den festlichen Anlass. Ganz herzlich willkommen zum Adventsausstellungsvideo 2020. Und ich muss ja erstmal sagen, dass die Adventsausstellung in 2019, es ist Wahnsinn, wie oft die geschaut wurde und wie viele das angeguckt haben, und das hat mich so gefreut. Und dann habe ich gesagt, wir müssen unbedingt die Adventsausstellung von 2020 auch filmen, obwohl es eigentlich keine Adventsausstellung im klassischen Sinne ist. Es gibt hier kein Glühwein, es sind natürlich ein bisschen andere Umstände. Ich habe versucht, viele Bestellungen früh zu bekommen, dass wir hier nicht so viele Kunden auf einmal haben. Aber wie man schon in meiner Hand sieht, also wir haben so viel umgeräumt, wir haben so viel gemacht, und es sieht ja auch ganz anders aus. Da wo normalerweise nur der Kerzenschrank ist und noch so ein Beratungstisch, da haben wir jetzt alles unsere Schnittblumen. Ja, die sind also jetzt komplett in einer anderen Ecke. Hier sind die ganzen Kerzen. Wir haben unglaublich viele Reservierungen und Bestellungen von Kunden. Und der ganze Raum, wo sonst die Blumen sind, da ist unsere kleine, feine Adventsausstellung. Und ich fange also schon an mit dem ersten Werkstück und zeige euch also die ganzen Werkstücke. Wir haben auch einiges Neues dabei. Das ist jetzt ein Dauerstrauß, ein haltbarer, mit nadligem Grün gebundener Dauerstrauß mit Kugeln, Zapfen, mit Sternchen, Orangenscheiben und natürlich wieder dieses wunderschöne Gimmick, die Lichterkette mit Schnur. Und haben schon so viele bestellt, und ich bin auch immer noch fleißig am Versenden, und sie ist auch noch bestellbar, das als Info. Und das ist also ein Strauß, den kann man entweder sich selbst hinstellen oder verschenken, der hält tatsächlich die ganze Weihnachtszeit. Und so passend natürlich dazu, in so einem schönen orangenen Gefäß zum orangenen Strauß, ist das ein totaler Hingucker. Ich habe auch ganz viele schöne neue Gefäße. Und wenn man zum Beispiel so einen Weihnachtsstern hier in so ein schickes Gefäß, das ist also schon so edel, ja, das ist so richtig weihnachtlich. Da braucht man sonst gar nichts machen, sondern nur diesen Weihnachtsstern reinstellen. Das sieht einfach toll aus, ja, weil dieses so schöne Gefäße und vor allem hohe Gefäße, die machen die Arbeiten oder auch die Pflanzen so richtig wertig. Ja, ein wirklich, ich muss echt sagen, totaler Knaller ist, wie viele dieses Video mit der hohen Vase angeguckt haben. Und diese hohe Vase, die wir auch mit schönen Zweigen, entweder mit Magnolienzweigen oder mit Korkenzieher-Haselnusszweigen, dekoriert mit haltbarem Grün, Mooszapfen und auch mit diesem netten kleinen Gimmick dieser Lichterkette in der kleinen Tasche, ja, die einfach so nett verschwindet und an dem Drahthäkchen hier eingehängt wird. Das ist nach wie vor so ein nettes Gimmick. Ich mache die ganzen Videolinks, mache ich auch nochmal rein. Das ist mein absolutes Top-Video, und das wurde jetzt 215.000 Mal, also unfassbar, wahnsinnig oft geguckt. Ich kann gar nicht sagen, wie toll ich das finde. Dann seht hier einen, ich nenne ihn liebevoll unseren Doppelstockkranz. Das ist ein Adventskranz, da haben wir zwei Strohrömer drunter, und der hat also dann auch mehr Höhe und ist dadurch auch sehr edel, und den haben wir ziemlich natürlich dekoriert, also es sind wenig Kugeln, es ist ganz viel Natur, es sind Apfelscheiben, und sehr schön finde ich auch, wenn die Konifere diese kleinen Zäpfchen hat, die kleinen Zäpfchen, also sowohl hier, das sind jetzt Mini-Zapfen, als auch an der Konifere diese schönen kleinen Kügelchen, die sind sehr, sehr hübsch. Und auch hier sieht man wieder sowohl Anissternchen als auch Korkenzieher, Haselnusszweige, überall diese Naturelemente. Und ich bin auch ein Fan von den schmalen Karobändchen. Das ist so traditionell urig. Rot ist halt immer noch die Hauptfarbe, und Weiß und Rot sind immer noch die Farben, die am allermeisten gewünscht sind. Hier haben wir unseren tollen Zapfenkranz, wo ich das Video, das Schulungsvideo gemacht habe. Da habe ich
ganz, ganz, ganz lang erklärt mit tollen Schritten, mit allem, mit Material und wie man den erstellt. Da habe ich ein super Video gemacht auf Coachy, das blende ich euch nochmal ein, wo es das gibt. Und das kann man das ist jetzt ein geringes Entgelt von nur 12 Euro, kann man dieses Schulungsvideo kaufen, kann sich das so oft angucken, wie man will. Und ich habe heute erst ein WhatsApp bekommen von einer lieben Dame, die total happy ist mit diesem Zapfenkranz und die den gemacht hat. Und es war ein sehr schönes Foto. Also vielen Dank. Das war ganz klasse, dass ich das mal sehen durfte. Ja, dann haben wir hier, das ist ein klassisch gewickelter Adventskranz mit einer Nobilis-Tanne und sehr schön sind hier die Nüsse, die Zimtstangen. Das ist also so wie aus Großmamas Stube und der ist, finde ich, sehr, der erinnert so an so eine heimelige Stube in Bayern, ja. Überall auch die ganzen Naturmaterialien drin. Ich habe natürlich auch Naturmaterialien überall da. Man sieht hier, bei mir gibt es dann hier so Körbe. Da gibt es dann zum Beispiel diese schönen Äste mit diesen Mini-Zäpfchen. Ja, das sind dann Erlenzäpfchen. Also ich hab alles da. Ich habe dann die Strobuszapfen. Und wir suchen uns also auch diese Materialien zusammen. Hier gibt es auch noch eine, die hatte ich schon, aber ich wollte euch noch andere zeigen. Und das ist zum Beispiel auch eine Zapfenart. Die ist ganz irre. Moment, ich muss erstmal aus dem Korb holen. Ach, immer wenn man sie will, kommen sie nicht. So, Moment, hier, die finde ich so schön, ja, die sind auch so. Also, es gibt einfach tolle Sachen und es lohnt sich immer, die Augen offen zu halten und die schönen Sachen der Natur zu begutachten. Hier haben wir einen Moos-Adventskranz mit Moos und mit ganz tollen Naturmaterialien gewickelt, mit Apfelstückchen und diese wunderschöne aprikofarbene Kerze. Das finde ich ein ganz toller Farbton. Es ist hell, es bringt auch Wärme und ein toller Übergang zum Kranz ist der Wollfilz, den ich auch, dieser dünne Wollfilz. Gibt es alles bei Floristik24 zu tollen Preisen, den ich auch liebe, um den Übergang von der Kerze zum Kranz schön zu gestalten. Das Einzige ist Vorsicht, wenn das alles dann stärker runterbrennt, dann muss man natürlich aufpassen. Also Kerzen nicht immer bis ganz unten brennen lassen, sondern rechtzeitig natürlich dann ausmachen. Dann ist unser Zapfenkranz, unser Zapfengesteck in länglich mit tollen, urigen Flechtenzweigen. Diese Flechtenzweige, die sind der Hammer. Ja, auch mit Nüssen, Zapfen, Beeren. Da sind jetzt zum Beispiel gar keine Kugeln drin. Und er wirkt schon so edel und so toll nur mit diesen Naturmaterialien. Das Schöne ist natürlich, und das habe ich auch in meinem Schulungsvideo alles gezeigt, der lässt sich natürlich ganz toll im nächsten Jahr wieder verwenden. Das ist eine sehr, sehr schöne Basis für kommende Arbeiten. Hier ist eine kleine Vorschau auf ein nächstes Video. Da sage ich jetzt noch gar nicht so viel dazu. Das sind neu dieses Jahr unsere Zapfenböckchen. Aber die Details, die kommen. Es muss sich ja lohnen zu abonnieren. Dann haben wir längliche. Es gibt viele Leute, die sagen, sie haben längliche Tische und die wollen auch gern längliche Gestecke haben. Und das ist jetzt auch ein frisch gestecktes, also das ist wirklich ein Adventsgesteck, das in einer Steckschaumbasis, eine Mosi-Basis, ja, wo das frisch gesteckt wird. Vorteil ist, man kann das wässern, man kann das mal abends an die Spüle nehmen. Und kann das wässern und es bleibt also total knackig. So, Moment, ich muss mal kurz mein Mikrokabel anders führen. Augenblick. So, ja, dann ist hier nochmal, diesmal ohne Lichterkette, ein schöner Dauerstrauß. Das ist also auch ein Strauß, der hält auch locker bis nach Weihnachten. Mit haltbaren grünen Materialien, auch diesem schönen Stacheldraht, der auch so ein tolles Element da drin ist. Stacheldraht ist dieses helle, dieses silbrige Grün, ist hier. Auch Callocephalus, wir nennen ihn liebevoll Kalli, ist auch ein schöner Name dafür. Und diese Dauersträuße,
werden es auch sehr gern für die Weihnachtszeit genommen. Einfach statt einem Frischblumenstrauß halten toll. Das ist ein leuchtender und toller Anblick. Wenn ich schon bei den länglichen Gestecken war, so wollte ich doch nicht versäumen, dieses wunderschöne, diese längliche gelegte Arbeit auf einem Metalltablett. Die Kerzen sind fixiert. Und auch hier ist es wieder genauso wie in dem Zapfenkranz. Ich finde auch, dass hier dieser Flechtenzweig total viel Stimmung macht. Und was ja auch sehr schön ist als helles Element, sind diese hellen Schuppen von dem Strobuszapfen. Man braucht immer ein paar helle Elemente und man sieht, das ist hier der Strobuszapfen, die Flechten und auch hier, wie ihr jetzt gelernt habt, Callocephalus, dieser schöne Stacheldraht und natürlich auch die Apfelscheiben. Ja, das sorgt dann auch für einen sehr freundlichen und schönen Anblick und es ist ganz wichtig, dass so helle Elemente mit drin sind, dass eine Arbeit nicht so dunkel ist. Ja, dann gehen wir mal weiter auf unserem schönen Tisch. Ja, was ich immer natürlich schön finde, ist so eine Etagere mit so kleinen, ja, so viele Becherchen und da einfach kleine Weihnachtssternchen reingesetzt. Dann gibt es ein Becherchen, ein größeres. Das habe ich einfach mittig erhöht, dass das schöner ist. Hier könnte man jetzt natürlich auch einen größeren Weihnachtsstern reinmachen in den mittigen Becher. Ja, dann Bäumchen. Bäumchen mag eigentlich jeder. Ja, Bäumchen, größere Bäumchen, kleinere Bäumchen. Wir werden auch noch frisch gesteckte Bäumchen machen. Das haben wir ehrlich gesagt noch nicht geschafft, weil wir waren bis jetzt so beschäftigt und wir haben so viel gearbeitet. Ja, und wir arbeiten auch wirklich am Limit, dass wir die Arbeiten, die wir jetzt haben, das ist jetzt das, was wir bis jetzt geschafft haben. Aber es wird natürlich noch viel mehr in den nächsten Tagen entstehen. Das ist ein Bäumchen mit Wurzel. Ja, ein sehr hübscher. Den haben wir den Topf mit Folie umwickelt und haben dieses Bäumchen hier eingefilzt. Kann ich auch, wenn ihr wollt. Ich brauche aber auch viele Kommentare. Zeige ich nochmal in Videos so nette kleine Arbeiten, weil die sind natürlich auch in der Adventszeit einfach schöne Geschenke. Dann habe ich Amaryllis, haben wir auch eingemoost, eingefilzt. Ich habe ein sehr schönes Amaryllis-Deko-Video gemacht, erst kürzlich. Und da kann man natürlich auch sehen, wie man so eine Amaryllis schön dekoriert. Und das ist auch mit ganz vielen Materialien. Das geht also mit Zweigen, mit Zapfen, mit Magnolie. Hier haben wir jetzt auch diese rötlichen Zweige. Das sind Kornuszweige, das ist der rote Kornus. Schön ist immer, wenn die Deko passend zur Blüte, also wir lassen das Schildchen drin, damit man sieht, was daraus wird, passend zur Blüte, wenn die Deko dazu passt. Ja? Und dann natürlich, wenn die Blüte dann da ist, dann passt der rote Filz zu der roten Blüte. Ja, es muss immer stimmen. Ja, des Weiteren Thema Aprikot. Ich gehe gerade mal kurz um die Ecke. Vielen Dank. So, passend zum Thema Aprikot, wo wir auch so wunderschöne, ich muss mir mal kurz Platz schaffen in all den schönen Sachen, weil ich glaube, zum Filmen muss ich dann doch mal so ein Kränzchen auch in die Hand nehmen ab und zu. Und hier ist also eine reine Naturarbeit. Hier ist außer diesen Sternchen und den Kerzen ist tatsächlich nichts an, keine Kugel. Das ist wirklich nur, dieser Kranz besteht nur aus Zapfen, Douglasienzapfen, die kleinen Erlenzapfen, die Strobuszapfen, die schönen, die Orangenscheiben. Hier haben wir auch noch Kokossternchen reingemacht und auch was schönes Struppiges. Das ist in dem Fall jetzt ein wilder Thymian. Ja, toll, also tolles Gestrüpp. Ja, und diese Orangenscheiben sind zu den aprikotfarbenen Kerzen. Finde ich traumhaft. Ich bin sogar am Überlegen, ob das nicht für mich auch was wäre für zu Hause, weil sowas in der Kombination hatte ich noch nie. Ja, und auch diese aprikotfarbenen Kerzen. Ich habe die eigentlich zuerst gekauft und dachte, die wären toll für Hochzeiten. Aber als ich die gesehen habe in der Kombination mit den Orangenscheiben, muss ich sagen, die sind nicht nur für Hochzeiten, die sind auch für Weihnachten ganz toll. Ja, hier vorne haben wir auch noch einen Kranz, der ist auch frisch gesteckt mit einer Mosi-Unterlage, hat also auch das Grün ist frisch gesteckt in die Steckmasse
und hat diese puscheligen Zweige. Ihr fragt euch vielleicht, woran erkennt man eigentlich, ob so ein Kranz frisch gesteckt ist oder ob er gewickelt ist? Ein frisch gesteckter Kranz, da wir ja das Grün hier seitlich reinstecken, der legt sich natürlich immer ein bisschen buschiger über den Tisch, ja, und er integriert sich so schön. Ein gewickelter Kranz, der ist seitlich etwas runder. Ja, ich zeig mal den Unterschied. Hier habe ich jetzt so schön den Unterschied. Und der gewickelte Kranz, der geht natürlich hier so ein bisschen runter, weil klar ist, das Grün ist um den Strohrömer drum gewickelt. Aber hier schließt sich gleich meine nächste Arbeit an. Auch sehr viel Natur. Ich habe einfach einen Naturladen und ich glaube, das ist auch das, was die meisten an meinem Kanal wirklich so wollen, dass wir wirklich wenig Kunst und ich sage immer, Kitsch kommt nicht in meinen Laden rein und versuche mal dieses Konzept durchzuziehen. Und die Kunden oder die Leute, die mir zuschauen, die finden das auch, die sind auch sehr, sehr naturbetont. Und das ist jetzt auch ein Kranz, das ist die Kerze, die Farbe heißt Sahara. Eine schöne, schöne Wortkreation für diese Kerzen. Und das da von dem her auch wirklich nur zwei Kugeln in diesem Cremeton, in dem Farbton der Kerzen. Aber ansonsten auch wirklich nur dieser wilde Thymian, die Wellingtonia-Zapfen, die ich ja schon in anderen Arbeiten gezeigt habe. Und diese kleinen Zypressen-Zapfen, die nennen sich Totenköpfchen. Und was in allen Arbeiten für einen schönen Glanz und natürlich für sehr viel Stimmung sorgt, sind auch schöne Drähte. Und man sieht hier, das ist jetzt ein schöner silberner Draht, der ist auch lässig um diese Arbeit drum herum gewickelt. Und hier ist zum Beispiel, wenn man es gerade mal zeigen kann, hier innen geht der Draht in so kleinen Spiralen entlang. Oder hier ist der Draht auch mal festgewickelt an dem Zweig. Also der Draht ist das schmückende Element an diesem Kranz, aber ich finde, er macht schon richtig was her. Und also die Kerzenfarbe ist auch ausverkauft, ja, das nur mal so als Nebeninfo, falls irgendjemand mit so einem Gedanken spielt, da haben wir nichts mehr, die war sehr begehrt. Ja, also auch in dieser Kerzenfarbe, wenn wir da jetzt mal dabei bleiben, das ist auch ein längliches Gesteck. Und was hier unheimlich viel Wirkung macht, ist das Grün, und zwar ein spezielles Grün, das immer sehr, sehr schön aussieht. Das ist, ich drehe es mal um, dass man es gut sieht, das ist die, genau, es ist auch schon reserviert, ja, deswegen machen wir mal Zettelchen dran, das ist die Muschelzypresse. Die Muschelzypresse oder auch der schöne lateinische Name, ich liebe ihn, Octusa nana gracilis, finde ich, ist ein herrlicher Name, deswegen Octusa sagen wir dann nur dazu. Und wenn ich zum Einkaufen gehe im Großmarkt, dann sind auf den Belegen ganz oft die lateinischen Namen. Und früher habe ich immer gedacht, oh Himmel, was ist denn das alles? Ich habe das alles gelernt jetzt mittlerweile. Und ja, also diese Octusa nana gracilis, wenn ich das jetzt so wiederholen darf, die macht natürlich sehr viel Stimmung. Es ist auch diese kleinen Holzstücke und die Anissternchen, die so in Akzenten über den Sternchen sitzen. Ja, also sehr naturbetont, dieser Kranz. Dann wollte ich es doch nicht vergessen noch. Ja, hier ist nochmal eine Amaryllis, auch mit Rinde dekoriert, mit Kugeln. Und hier ist ein kleiner, auch ein frisch gesteckter Kranz. Frisch gesteckt, das erkennt man daran, wenn wir jetzt, also ich zeige es jetzt mal von unten. Ja, ich habe da also so eine sogenannte Biolith-Unterlage, das ist dieser Steckschaumring. Und der bietet dem Grün die Wasserversorgung. Und das Schöne ist natürlich dann, dass der nach zwei, drei Wochen nicht gleich anfängt zu nadeln, sondern den kann man auch mindestens einmal die Woche an der Spüle ein bisschen wässern. Und dann hat es Grün Wasserversorgung und da bleibt es schön knackig. Das ist also eine feine Sache. Und damit verhindert man, dass man natürlich diese ganzen Nadeln alle auf dem Tisch hat. Ja, wir haben noch was, wir haben das ganz Besonderes gemacht. Wir haben den kleinen Wald. Ja, ich muss mir mal kurz den Platz dahin erkämpfen. Aber wir mussten heute unbedingt das Video machen, weil wenn ich das später gemacht hätte, dann wären die ganzen Sachen natürlich weg. Und hier haben wir eine längliche Betonschale genommen, die hat auch richtig Gewicht, die ist richtig schwer und
Man sieht natürlich, dass ich bestimmte Materialien, besonders schöne Materialien, dass wir die auch sehr viel verwenden dann. Und was wir hier wieder sehr gern verwendet haben, sind diese schönen Apfelbaumzweige mit Flechten. Ja, die auch hier nach links sieht man auch, dass diese Flechtenzweige, früher habe ich immer gedacht, die Flechte, ja, das habe ich gedacht, ach, das ist ja eigentlich alt und nicht schön. Aber nein, Flechte ist was total Schönes. Und die haben mal Eibe gesteckt und haben das dann mit Sternchen und passend zum Wald natürlich, dass es jetzt diesen Waldcharakter bekommt, mit Zapfen. Im Wald liegen die Zapfen auf dem Boden. Und im Wald, da stehen auch die Hirsche. Und diese Hirsche, die sind traumhaft schön und die machen natürlich auch ganz, ganz, ganz tolle Stimmung hier drin. Ja, also das, ich glaube, das wird nicht lang hier bleiben. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist wunderbar. Aber es gefällt mir sehr gut. Und da haben wir jetzt auch diskutiert, machen wir eine Lichterkette rein oder nicht. Und wir haben gesagt, nein, wir machen keine rein, weil wir wollen das so natürlich wie möglich. Und das finde ich ist auch gut so. Ja, hier haben wir wieder einen kleinen Ausflug zum Thema Zapfenböckchen. Zu dem kommt ja dann bald mehr. Aber ich muss euch ja ein bisschen die Nase lang machen, ne? Zu Weihnachten gehören natürlich auch Türkränze. Wir haben einen schönen Türkranz in Grün. Und ich nehme den gerade mal, Moment, ich nehme den gerade mal ab. So, einen schönen Türkranz in Grün. Das ist ein gemischter Kranz, also das Konifere, Nobilis, also verschiedene Materialien. Auch hier wieder die Flechtenzweige. Und was hier ein sehr schönes, helles Element ist, ist dieser zweifarbige Ilex. Die Blätter, die auch diesen hellen Rand haben. Und auch wieder helle Elemente, weiße Kokossternchen. Und ganz sehr süß ist, dass das Band, das nach oben geht, dass es auch nach unten weitergeht. Und da haben wir dieses Kokossternchen auf das Band geklebt. Der Vorteil ist natürlich, wenn man dann die Türe zumacht, dann hat man nicht den Effekt, dass irgendeine Kugel gegen gegen das Glas oder irgendwo gegenschlägt, sondern nur das Band. Das heißt also auch selbst das Kokossternchen, wenn es da dagegen geht, dann hat man nicht immer den Effekt, dass es jetzt so ein, ja, so ein Geräusch gibt. Ja, es ist durch das Band sehr schön abgefedert. Hier gibt es natürlich wieder ein Bäumchen, ein schönes kleines. Und so, ich muss mich gerade einmal nochmal drehen. Und dann haben wir was Schönes, Neues noch. Ach, ich mach mal hier oben weiter. Ich muss immer überlegen, wo ich weitermache, weil hier gibt es so viel. Da gibt es so viel zu zeigen. Und jetzt mache ich mal hier oben weiter. Also, unser Vorsatz war, dieses Jahr viel mit Birke zu machen. Und es sind noch gar nicht alle Birkenarbeiten da. Aber hier ist jetzt ein Adventskranz, der ist aus Birkenscheiben gearbeitet. Und darauf ist ein Naturkränzchen. Und um dem Licht, um das ja festlich zu machen, auch wenn die Kerzen nicht an sind, haben wir wieder so eine Lichterkette mit Schnur drumherum geschlungen. Und auch hier macht den sehr knackig, die Muschelzypresse. Und was auch sehr schön ist, hier sind so ganz kleine Haselnüsse drin. Ja, das sind die Haselnüsse, die eigentlich viel zu viel Arbeit machen, die einzeln zu knacken. Und wir haben dann diese kleinen Nüsschen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr feine Arbeit. Ja, ich finde es sehr festlich und sehr fein. Und die Kerzen sind also auf Birkenscheiben drauf. Und auch hier ist wieder als Übergang, um den Übergang zwischen der Kerze und den Birkenscheiben schön zu gestalten, ist wieder ein kleiner Wollfilz, also der sogenannte Filzdocht heißt der. Ja, wenn ihr da bei Floristik24 sucht, kann man also wunderschön auch Geschenke einpacken. So kann man für ganz vieles gebrauchen. Ist eine meiner Lieblingsarbeiten der Ausstellung. Und weil das auch so ist, hat er natürlich auch einen wunderschönen Platz bekommen. Der hat hier einen der schönsten Plätze im Schaufenster. Dann gibt es wieder mal ein Bäumchen. Bäumchen gibt es nicht nur dekoriert in Filz. Bäumchen sind auch sehr, sehr schön in so einem Steingefäß. Das macht den Baum natürlich edler. So ein richtig schönes mit ganz toller Verzierung. Und wir haben auch den Übergang zwischen dem Baum und dem Bäumchen und dem Gefäß haben wir natürlich auch schön gestaltet. Ich möchte ja nicht den Topfrand angucken. Und
Das Highlight, das habe ich ganz vergessen. Ich hatte so viele Lichterketten hier und ich habe ganz vergessen, fürs Video die Lichterkette anzumachen. Und damit es festlich ist, hat er ja dieses Bäumchen eine schöne weiße Schleife bekommen. Und die Schleife haben wir auch aus Filz gemacht, ebenso wie die vielen, vielen kleinen Schleifchen. Also diese Schleifchen sind auch echt süß. Ich muss sagen, ich habe den jetzt nicht selbst gemacht, deswegen gucke ich den jetzt so ganz genau an. Das ist echt goldig gemacht, weil das sind also Schleifchen, Filzstückchen, und die sind mit einem Filzdocht gewickelt. Sieht mega festlich aus. Es ist wirklich, wirklich echt süß. Also ich muss sagen, ich muss morgen nochmal ein Kompliment an meine Mitarbeiterin verteilen, weil das ist wunderschön, wie dieses Bäumchen gearbeitet ist. Und die Festlichkeit von Weihnachten, die strahlt diesem Bäumchen schon aus dem Knopfloch. Wunderschön, wunderschön. Ja, dann haben wir nochmal einen Dauerstrauß in Weiß. Auch mit nadligem Grün gearbeitet, schön haltbar, auch schön festlich. Hier ist auch nochmal so eine ganz besondere Arbeit, die wir auch sehr gern wieder machen und die auch schon, ja, hier steht schon Zettelchen reserviert, aber bestellbar, genau, spricht schon wieder für sich. Das ist auch ein Zapfenkranz. Ja, mit Zapfen arbeiten wir sehr gern und sehr oft. Der ist ein bisschen abgewandelt. Hier sind jetzt sogenannte Dachwurz oder Semper Vivum eingearbeitet in diesem Zapfenkranz. Auch Zapfen und ganz wenig Kugeln. Ja, ganz wirklich sehr dezent, nur ganz kleine Kugeln. Es reicht bei diesem Kranz. Der braucht nicht bestechen durch Kugeln oder durch den Schmuck. Dieser Kranz besticht durch seine schöne natürliche Kombination. Ich finde ihn am schönsten mit elfenbeinfarbenen Kerzen. Es hat aber auch eine Kundin schon bestellt mit aprikofarbenen Kerzen. Ich bin sehr gespannt und ich denke, dass wir dann als Verbindung auch wieder so ein Orangenscheibchen dazu dekorieren. Aber auch dieser Kranz, also es genügt nicht, dass er nur in der Ausstellung ist. Und wir haben die Ausstellung eigentlich erst gestern eingeräumt, so wie sie jetzt ist. Ja, also das ist schon sehr interessant. Hier sieht man auch an dem Weihnachtsstern wieder, wie schön das ist. Moment, mal den Preis raus. Wie schön so ein Weihnachtsstern aussieht mit so einem tollen Gefäß. Ja, wie edel eigentlich dieser Weihnachtsstern gleich erscheint. Also schöne Gefäße sind sehr, sehr wichtig und bringen so viel Anmutung und Eleganz. Das ist natürlich auch ein toller Platz auf so einer Holzsäule. Das erhebt den Weihnachtsstern natürlich eigentlich zum König. Ja, und mit den Amaryllis, ja, ich habe bewusst hier noch eine dagelassen. Da sieht man natürlich, so kauft man die, so sehen die aus. Und das sind dann die dekorierten Amaryllis. Da sieht man mal, wie viel man machen kann, wie viel Wirkung, auch wenn man die dann verschenkt, wie viel hübscher die werden, wenn man diese Amaryllis dekoriert und die dekorierten Amaryllis. Ich meine, jeder, der Amaryllis kennt, weiß ja, die kommen so hoch raus und blühen dann. Was das für eine unglaubliche Wirkung und für ein Schick macht, diese Amaryllis dann so hübsch einzupacken, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht eigentlich. Ja, jetzt muss ich mal das Bäumchen wieder an die Ecke stellen, damit ich mir den Weg auch wieder frei machen kann, weil ich muss die schönen Sachen erstmal auseinanderstellen, um sie alle zu zeigen. Ja, hier ist, den kennen viele von euch schon, das ist der Rindenkranz mit einer Kerze im Glas. Und dieser Rindenkranz, da habe ich auch eine Lichterkette reingemacht und die Lichterkette noch im Säckchen versteckt. Ja. Und der wirkt natürlich unglaublich von oben. Das ist, wenn man dann reinguckt, da sind auch diese ganzen festlichen, schönen Sachen. Ich habe natürlich auch ganz tolle Haselnüsse habe ich ganz tolle bekommen. Richtig schöne, dicke, mit so einem braunen, tollen Farbton. Und was ich hier noch integriert habe, was so einen natürlichen Charakter gibt, ist der wilde Wein. Der ist mir noch so, ja, begegnet. Und dann habe ich auch goldenen Korallenfarben reingearbeitet, um dem Ganzen eine festliche Note zu geben. Und natürlich ist außenrum, habe ich dann noch angedrahtet schöne Sternchen und Bucheckern, ja, was eigentlich so eine Herbstfrucht ist. Aber ich wollte so mit dem Golddraht noch so kleine Spielereien da drauf machen. Und mir war danach. Ja.
Dann, Moment, einmal absetzen. Ja, hier ist noch ein Kranz aus Nobilis-Tanne. Und also ein gewickelter Kranz, auch traditionell dekoriert mit den Schleifchen. Karobänder, ich liebe Karobänder, finde ich immer sehr schön. Aber auch mit Nüssen, Sternchen. Und was mir auch sehr gut gefällt persönlich, sind solche Bündelchen mit dem Zimt. Ja, und auch hier kommen wir wieder auf das Thema zu sprechen. Man braucht schöne Drähte. Ja, Drähte machen bei ganz vielen Sachen Wirkung. Sei es, ob man diese Zimtstängelchen bündelt oder ob man mit den Drähten um die Arbeit außen herum geht. Draht macht sehr, sehr viel Wirkung. Und wir brauchen natürlich Draht auch ganz oft, um unsere Sachen, um was zu fixieren, ja, und um zu gestalten. So, ich glaube, jetzt muss ich mich mal an das Schaufenster irgendwie noch heranarbeiten, weil da ist noch was drin, was ich unbedingt zeigen möchte. Da habe ich eine wunderschöne Schale. Das ist so schön ausgestellt, aber so. Da habe ich auch eine schöne Arbeit mit einer Kerze. Das ist eine ganz tolle silberne Schale, ja, die auch noch so einen tollen Rand hat. Und die ist mit einer Kerze gemacht und die ist frisch ausgesteckt. Ja, das ist also auch frisches Grün, da ist Steckmasse drin. Und auch wieder hier, um die Stimmung zu machen, der wilde Thymian. Und auch als Akzent der Stacheldraht. Auch hier wieder drin. Und mit was wir hier auch gearbeitet haben, sind mit weißen Cottonpots. Cottonpots sind so Baumwollfrüchte, die immer sehr schön sind. Also es ist auch, wer nur eine Kerze will, wer sagt, oh, vier Kerzen sind mir eigentlich zu viel. Ich brauche nur eine, es reicht mir. Dann kann man natürlich auch sehr schön mit einer Kerze ganz toll dekorieren. So, genau, jetzt räumen wir schon hier das Schaufenster aus fürs Video. Aber das macht nichts. Und so langsam kommen wir auch, na, ein bisschen was haben wir noch zu sehen. So langsam kommen wir auch hier zu den anderen Sachen noch im Schaufenster. Türgrenze, mach mal den Vorhang weg, so. Türgrenze gibt es natürlich in allen Farben und passend zu unserer silbernen Schale, weil man soll ja immer passende Farben, wir sagen immer, gruppieren. Ja? Und dann haben wir einen sehr schönen Türkranz noch gemacht, da haben wir ein silbernes Band. Und silberne Deko. Und silberne Kugel. Und das sind weiße Cottonpots. Cottonpots sind die Baumwollfrüchte. Und um den weißen Charakter hier noch zu unterstreichen, haben wir hier mit Birkenrinde, mit Akzenten gearbeitet. Auch silberne Sternchen, diesmal welche, die in der Mitte offen sind. Ja, auch wieder unser berühmter Calocephalus. Die sehen als Pflanze so unscheinbar aus, diese Stacheldraht, und sind in den Arbeiten so schön, dass ich also viele, viele kaufe und dass wir auch unheimlich viele verarbeiten, weil wir haben die ganz, ganz, ganz viel in unseren Weihnachtsarbeiten drin. Und dann gibt es natürlich noch andere schöne Türgrenze, die wir gemacht haben. Das ist jetzt ein Türkranz in klassisch in Rot. Was an dem sehr, sehr schön ist, das sind auch hier wieder, ich habe ja gesagt, ich habe tolle Haselnüsse bekommen. Hier sind diese schönen Haselnüsse, die sind richtig dick und die haben so ein tolles Braun haben die. Und hier sind Cottonpots, ja, Baumwollfrüchte, die sind dieses Mal hier in Rot. Und wieder unsere berühmten Flechtenzweige, ja, man sieht also hier die Flechte, was die ausmacht. Ich kann den auch gern nochmal abnehmen. Nochmal kurz im Schaufensterlicht zeigen. Hier sieht man es vielleicht besser. Und es ist auch wieder hier diese Flechtenzweige, die diese schöne Stimmung machen. Und damit es auch die hellen Akzente, damit die gut passen, haben wir hier Apfelscheiben. Die gibt es mit einer grünen Schale und mit einer roten Schale. Und damit es passt, haben wir die natürlich in dem Fall mit einer roten Schale gewählt, um die Stimmigkeit, um das alles abzurunden. Das muss natürlich auch sehr gut zueinander passen. Genau vor mir ist dann noch ein Türkranz. Der ist der ist auch sehr schön gemacht mit Canella. Canella ist jetzt hier diese roten Beeren. Ja, das ist auch was, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber das ist so eine haltbare Beere, die ist rot gefärbt.
und Zimtstangen. Und was hier natürlich ganz toll ist, ist immer so Zufalls, dass hier die Konifere diese kleinen grünen, ja, diese kleinen grünen Spitzen hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Hier sind jetzt mal Walnüsse drin, Zimtstangen, Walnüsse. Also es könnte jetzt auch auf Omas Weihnachtstisch sein. Ich finde, das erinnert an die gute Stube und finde ich auch sehr natürlich und sehr schön gemacht. Damit er natürlich dekoriert ist, haben wir einen Birkenast fixiert. Das haben alles meine Perlen gemacht. Das muss ich sagen, habe ich nicht selbst gemacht, aber wir haben einfach einen großen Korb genommen und den Birkenast. Das sieht dann natürlich auch sehr schön aus. Hier ist noch ein Türkranz in Creme, ganz in Creme. Passend zum Birkenthema, sieht natürlich ein sehr schönes Birkensternchen. Sternchen ist gut, der ist relativ dick schon und sehr schön. Auch sehr edel mit einer creme-goldenen Schleife, mit einer Weihnachtskugel in Form eines cremefarbenen Herzens und auch diesen schönen kleinen Zapfen und auch die Strobuszapfen, die halbiert sind und die so auch die Kugeln betonen, um die schöne Deko und um den hellen Charakter zu unterstreichen, haben wir auch hier wieder den Ilex mit diesen hellen Rändern genommen. Den würde ich allerdings nur mit Handschuhen verarbeiten, weil der ist sonst ziemlich biestig. Da würde ich richtig aufpassen. So, ich hänge den erstmal wieder auf. Dann geht es gleich weiter zu den nächsten Arbeiten. Hier sieht man auch, was Gefäße ausmachen. Weil hier ist die Christrose in einem ganz tollen Metallgefäß und der Übergang ist mit etwas Mühlenbeckia gestaltet. Und dieses Gefäß erhebt die Christrose zur Königin. Es ist wunderschön. Und wenn man die in diesem Gefäß sich auf die Terrasse oder auf den Gartentisch stellt, dann sieht diese Christrose natürlich gleich viel wertvoller aus, wie wenn sie nur in dem Tontopf steht. Und die Christrosen, die blühen ja bis März. Die blühen wunderschön. Und man sieht ja auch hier, wie viele, das ist natürlich jetzt eine richtig tolle, wie viele Knospen da unten noch rauskommen. Die wollen alle noch raus und wollen zum Blühen kommen. Das ist auch eine Christrose aus der sogenannten Gold Collection. Man sieht es ja auch an, sie ist einfach toll. Ja, dann gibt es auch noch so nette Kleinigkeiten zum Advent. Das ist die Scheinbeere, so heißen diese roten Beeren, das sind Gaultherien. Die haben wir auch weihnachtlich gemacht, die hat eine Kugel bekommen, einen Zapfen. Und damit der Topf hübsch ist, haben wir die auch festlich eingepackt. Ein schöner weißer Kokosstern. Und schon ist diese Gaultherie ein schöner kleiner Hingucker oder ein tolles Geschenk. Ich würde sie mir auch vor die Tür stellen. Ich finde es einfach toll. Und es ist auch egal, ob das dann in Rot ist oder in Grün eingepackt. Aber der Filz, und Filz ist auch lichtecht und wetterfest. Der Filz ersetzt natürlich wunderbar den Topf. Ja, wer meine Videos geguckt hat, der kennt ja auch die Sachen. Hier kommt unser wunderschöner weihnachtlich bepflanzter Eimer. Kommt mein Hinweis auf das Video von dem Upcycling, von dem Eimer und der so toll weihnachtlich dekoriert ist. Und wen wundert's, der schöne Zweig. Das ist jetzt allerdings ein Birnbaumzweig. Aber die Zweige machen auch so viel Stimmung und passend zu den Blumen, die ja jetzt diese winterharte Erika, auch diese schöne rosa Kugel. Ich finde die Kugelfarben nicht immer schön, aber diese Kugelfarbe finde ich sehr, sehr schön. Ja, und dann komme ich doch schon so langsam in die letzte Ecke meiner schönen kleinen Adventsausstellung. Ich habe hier einen Türkranz und der Türkranz ist auch mal ausnahmsweise mit Lichterkette. Und das Batteriekästchen, das haben wir auch wieder schön versteckt. Das sieht kein Mensch. Aber es ist doch ein toller Hingucker, dass in den Abendstunden so schönes Licht ist. Und auch hier haben wir mit orangefarbenem Canella gearbeitet. Schöner Mooskranz. Und diese Akzente, es sind Kugeln drin, es sind aber nur kleine Kugeln. Man wird bei mir keine reinen Kugelkränze finden. Überhaupt, also wir arbeiten auch mit Kugeln, wir machen Akzente, aber das Beweisstück dafür habe ich natürlich auch gleich bei mir hier in der Hand. Das ist eine kleine Zuckerhutfichte und die haben wir auch festlich gemacht, passend zu unserer Adventsausstellung. Die hat also einen schicken Schlupf bekommen und diese kleinen, süßen, hübschen Schleifchen und die Lichterkette und die sucht auch noch ein Zuhause und möchte gerne ein
schönes Heim festlich gestalten und einen tollen Anblick an der Haustüre bieten. Oder für Weihnachten kann man sie natürlich auch reinstellen und sie als Weihnachtsbaumersatz verwenden. Was auch immer ihr macht und wie auch immer ihr das gestaltet, ich wollte es nicht missen, die neuen Ideen und die feine kleine Adventsausstellung zu zeigen. Und ich freue mich total, dass ihr in dem Video dabei wart. Ich sage es immer wieder, ich freue mich sehr, 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 dass so viele die Videos schauen und dass so viele auch, ich bekomme so tolle Rückmeldungen von den Ideen, was ihr macht und wie ihr eure Sachen gestaltet. Es macht echt Spaß und es ist für mich eine ganz tolle Welt. Ich mache das erst seit anderthalb Jahren, aber es ist wirklich klasse. Es macht super Spaß mit euch und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Ideen, die ihr so arbeitet oder die ihr nacharbeitet und kleine Details, die ihr vielleicht hier rauspicken könnt, Anregungen. Und empfehlt mich weiter, erzählt euren Freunden und das gibt mir natürlich auch noch immer mehr Abonnenten und mehr Zulauf im Kanal. Das gibt mir natürlich auch einen richtig Antrieb, mehr zu machen. Aber es ist jetzt schon toll. Aber es wird noch mehr. Und deswegen eine schöne Weihnachtszeit. Ganz liebe Grüße von eurer Margit. Tschüss.